Also das Flussbad Berlin ist ein Projektname. Es handelt sich dabei um den Versuch, in der Stadtmitte von Berlin, in der historischen Mitte sogar, einen Teil der Spree, nämlich einen Spreearm, umzuwandeln in einer Weise, dass wir darin schwimmen können. Daher kommt der Name, aber das Projekt hat auch viele andere Facetten. Da geht es um öffentlichen Raum. Da geht es eigentlich auch vor allen Dingen darum, dass Menschen sich in der Stadtmitte begegnen können. Vereinfacht gesagt, nimmt es einen Arm an der sogenannten Spreeinsel. Den nördlichen Teil der Spreeinsel kennen viele, das ist die Museumsinsel mit den wichtigen Museen. Aber eine Insel wird ja aus zwei Flussarmen gebildet. Das Projekt sagt eigentlich, wir nehmen den kleineren Arm, das ist nämlich der alte Spreekanal, über den 300 Jahre lang der Verkehr lief, den nehmen wir und filtern das Wasser, was in den Kanal läuft, durch eine große Fläche mit einem Bodenfilter, das heißt, das gesamte Wasser, was den Kanal durchläuft, wird gefiltert. Und außerdem sorgen wir dafür, dass mindestens in dem Kanalabschnitt dann auch keine Überläufe von der Kanalisation passieren. Hauptproblem in Berlin ist eben eine Mischkanalisation, die eben ungefilterte Abwässer in die Spree entlässt. Das darf da eben nicht stattfinden. Diese beiden Maßnahmen zusammen im Wesentlichen, ja, sorgen dafür, dass wir dann prognostiziert eben 98% der Zeit gute Wasserqualität haben und können die Leute ins Wasser lassen. Es war über lange Zeit war es eine recht einseitige Angelegenheit. Wir haben das Projekt eigentlich initiiert in Berlin, aber haben erstmal keine Gesprächspartner gefunden. Bewegung kam in die Sache erst, als wir einen internationalen Preis für nicht gebaute, nachhaltige Stadtentwicklungsprojekte gewonnen hatten, nämlich den Holcim Award aus der Schweiz. Und eigentlich mit dem Renommee und aber auch mit dem Geld gelang es uns dann eigentlich mit der Politik erstmals überhaupt zu reden. Und dann ging es stückchenweise weiter. Wesentliche Schritte waren Finanzierung durch die Lotto-Stiftung in Berlin und dann durch Mittel des Programmes Nationale Projekte des Städtebaus, wo dann also eigentlich erst eine Projektentwicklung möglich geworden ist. Wenn wir über dichte Städte reden, dann können dichte Städte in der Konsequenz nicht heißen, dass wir dann am Wochenende alle raus müssen, weil uns die Dichte auf die Nerven geht, sondern wir müssen in der Stadt also solche, ich sag mal, Möglichkeiten der Regeneration auch finden. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist, dass speziell in Berlin, das ist aber auch typisch für viele Städte der Art, haben wir ein sehr touristisches Zentrum mittlerweile, geschützte Bauten, Museen, Verwaltungen, Universitäten. Es zeichnet sich ein wenig ab, dass eben authentisches Leben der Stadtmitte nicht unbedingt sehr viel stattfindet. Das ist also auch ein Angebot für eine Nutzung, die sehr einfach ist. Also da können auch Leute ohne Museumsabsicht in die Stadt kommen und im Wasser schwimmen. Also öffentlicher Raum, Teilhabe für Menschen in der Stadt, was damit zusammenhängt. Es ist, glaube ich, auch ein symbolisches Projekt. Speziell in dem Bereich haben wir eine einzigartige Ausstellung von, ich sag mal, nationalen Werten. Da sind die Museen der Preußischen Stiftung. Wir haben das Humboldt-Forum als größtes Kulturprojekt der Bundesrepublik, was da aufgebaut wird. Da wird das Einheitsdenkmal aufgebaut, also ein Raum, wo wir ganz viel Abbildung haben gesellschaftlicher Werte. Und wir glauben, dass es sehr gut passt, wenn wir das Thema Gewässerschutz, Umgang mit natürlichen Ressourcen, also in direkte Nachbarschaft bringen mit einem Raum, den wir eigentlich der Kultur widmen, um auch zu zeigen, dass das eine Aufgabe des jetzigen Jahrhunderts ist.